Landtagsabgeordneter, Sie sind für die Grünen als Energiesprecher gegen ein Wasserkraftwerk in Velke. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum. Ist ja für die Grünen ungewöhnlich. Ja, die Grünen stehen natürlich grundsätzlich zum Ausbau der erneuerbaren Energie, auch der Wasserkraft, aber nur dann, wenn es ökologisch sinnvoll, ökologisch verträglich und energiewirtschaftlich sinnvoll ist. Und das ist eben die Frage, die wir uns stellen. Wir fordern jetzt eine energiewirtschaftliche Gesamtbetrachtung der Projekte, nicht nur der Stadtwerke, sondern auch der Ilwerke, also der Projekte, die für den gesamten Lauf der Il geplant sind. Darüber hinaus eine wirtschaftliche Rechnung darüber, einen wirtschaftlichen Vergleich über die Einsparpotenziale gegenübergestellt den Kosten für Investitionen in neue Kraftwerke. Und zum Dritten eine Untersuchung der ökologischen Verträglichkeit, und zwar für das gesamte Gebiet von Frastanz bis zum Ilspitz. Jetzt sind ja in diesem Gebiet, in diesem Abschnitt der Il, nicht nur ein Kraftwerk geplant, sondern auch von Seiten der Ilwerke wird etwas geplant. Wie stehen Sie dazu? Aus diesem Grund fordern wir diese Gesamtbetrachtung der Kraftwerkspläne, weil es nicht so sein kann, dass man jetzt einen Einzelfall beurteilt.